Hallo zusammen. Hallo? Die CMT geht in die letzte Runde im Moment, in dem wir hier sitzen. Also die letzte Stunde läuft jetzt an. Ja. Und wir wollen jetzt schon ein kleines Resümee über die CMT ziehen. Und noch einige Anmerkungen dazu bringe. Jawohl, gleich geht's los. Ja, bleibt dran. Es könnte interessant für euch sein. Also die Messe war sehr interessant für uns. Es waren schöne Tage, die wir dort verbracht haben. Insgesamt waren es, glaube ich, so um die 5 Tage. Fünf Nächte, glaube ich, ja. Ja, und es war sehr interessant und natürlich auch sehr anstrengend. Anstrengend deswegen, weil wir so viele nette Flogger getroffen haben. Es war so ziemlich jeder, der über Wohnmobile Vlogs macht, anwesend. Also natürlich viele nicht, aber wir können keine einzelnen aufzählen, denn dann wird man garantiert einen nicht erwähnen und das wollen wir nicht, denn es war sehr schön und jeder Einzelne, der Kontakt zu jedem Einzelnen hat uns bereichert und hat uns auch Spaß gemacht. Wir waren sehr fröhlich zusammengestanden und wir grüßen einfach alle nochmal, ja, die da dabei waren. Das Ganze hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass wir oftmals zusammen gesessen sind und es ging dann immer bis spät in die Nacht oder sagen wir besser bis früh in den Morgen. Und wir sind jetzt nicht mehr die Jüngsten, also wir haben das schon zu leiden gehabt. Also wir blenden euch mal ein paar Fotos ein, die wir so gemacht haben. Das sind einfach nur stellvertretend für, ja, für die ganze Vlogger-Blogger-Szene, die wir da getroffen haben. Ja, und für viele, viele Stunden, die wir mit netten Leuten zusammen verbracht haben. Und auch noch an dieser Stelle wollen wir uns natürlich bei der Messeleitung mal ganz herzlich Unbedingt. bedanke für die gute Organisation, die es da gegeben hat. Es war eine sehr gute Messe. Ja, also man merkt auch, dass mittlerweile YouTube-Vlogs ziemlich akzeptiert sind. Und ich muss auch sagen, also die Messe Stuttgart, die CMD Stuttgart, die Messeleitung hat es erkannt. Sie haben uns zu Pressekonferenzen eingeladen, sie haben Bloggertreffen veranstaltet, sie haben uns das Pressezentrum mit zur Verfügung gestellt, wo wir uns mit Getränke und mit Snacks bedienen konnten, wo wir die Computer nutzen konnten, um was hochzuladen. Also recht herzlichen Dank. Wir haben einen schönen Parkplatz gehabt mit Strom direkt an der Halle. Also ganz toll. Es war wirklich alles toll organisiert und wir kommen auch, wenn es irgendwie geht und wenn wir gewünscht sind, sehr gerne 2021 wieder. Genauso gilt das Gleiche gilt für die Messe Leipzig, die ja auch von Messe Stuttgart organisiert wird und genauso klasse durchorganisiert ist. Ja, und auch, was uns auch sehr gefreut hat, die vielen Zuschauer, die uns angesprochen haben. Absolut, absolut. Das war doch auch immer wieder ganz interessant. Ja. Vielen Dank dafür. Also trotz allen Stress, den wir gehabt haben mit den Nachtsitzungen, ja, haben wir trotzdem unsere Arbeit natürlich verrichtet. Ihr habt alle, bis auf einen Film, also weiß ich nicht, ob der noch was geworden ist, dann schauen wir noch, ob wir was retten können. Aber bis auf ein Video, was wir gedreht haben, haben wir alles online gestellt. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Also wir haben ja schon gesagt, über die vielen Follower oder wie nennt man es, Zuschauer, die wir getroffen haben, die uns erkannt haben, die uns angesprochen haben, die uns angelächelt haben, waren auch einige dabei, die nichts weiter gesagt haben. Aus Höflichkeit wahrscheinlich, weil sie gesehen haben, dass wir mitten im Drehen sind, Ja, sind oder sie sich nicht weitergegangen. getraut haben, Ja, uns auf jeden Fall anzusprechen. kurz gewunken haben, da haben wir schon Bescheid gewusst. Alles nett, wir haben uns sehr, sehr gefreut. Wir haben auch zu Ausstellern, mit Ausstellern sehr nett gesprochen, zum Beispiel mit Bernd Renz. Da blenden wir auch ein Foto ein, da waren wir auch am Stand öfters einmal anzutreffen. Und wir haben auch auf unsere Videos sehr, sehr viele Kommentare bekommen. Durch die Bank 99,5% waren alle freundlich und positiv und es freut uns. Wir freuen uns auch über kritische Kommentare, die sind auch gekommen und es sind auch etliche Mails gekommen und es haben uns einige geschrieben, Mensch, was treibt ihr euch auf der Messe rum? Geht doch lieber auf Reisen, wir wollen Reisevideos. Hallo Leute, wir sind keine Dienstleister, wir sind kein Reisekanal, ja. Wir sind Privatleute, wir machen das aus Hobby und wir gehen dahin, wo wir Spaß haben und Spaß hatten wir an der Messe und da stellen wir euch Material zur Verfügung oder Videos zur Verfügung.
und ihr könnt euch die anschauen und ihr könnt sein lassen. Also dann kommt der nächste, fahrt zur Ostsee und der nächste sagt dann, wir wollen Bilder vom Mittelmeer und dann fahren wir dahin. Ja, so läuft es natürlich nicht ganz. Also uns macht es hier natürlich alles sehr viel Spaß und wir zeigen euch eigentlich das, woran wir selber interessiert sind. Und was mir dann natürlich auch meine, es könnte euch auch interessieren. Wenn es Natürlich. euch das tut, dann freut es uns. Und wenn es euch natürlich nicht tut, ihr seht ja eigentlich schon auch am Titel, um was sich Ja, diese genau. Videos handeln, braucht keiner anzuschauen. Also wir schreiben in keinen Titel rein Bilder aus Frankreich und zeigen euch dann Bilder von Stuttgart. Ja, also an unseren Titel könnt ihr immer erkennen, was in dem Video zu sehen ist, denn das versuchen wir authentisch zu machen. Wir haben keinen Grund, euch was da vorzugaukeln. Nein, natürlich Und nicht. wenn wir Messe-Videos bringen und euch interessiert ist, dann schaut es doch einfach nicht an. Es gibt so viele andere, die was anderes anschauen. Und wenn wir wieder Reisevideos bringen und ihr wollt Messe-Videos sehen, dann schaut euch, warte, dann bis wir wieder auf der Messe sind. So einfach ist es. Zum Kommentator, also einen muss man löschen, das Ja, der ging. war ziemlich unter der Gürtellinie, Ja. also das müssen wir uns nicht antun. Um nochmal klarzustellen, mit Kritik haben wir überhaupt kein Problem, Nein. wenn sie höflich artikuliert ist. Auch selbst wenn wir dabei geschimpft werden, haben wir auch kein Problem. Wir können uns schon wehren. Aber wenn natürlich dann eine Beleidigung oder unter der Gürtellinie geschrieben ist, dann ist es ganz schnell gelöscht. Und der eine, der hat einen Kommentar geschrieben, der unter der Gürtellinie war, der hat sich mehr Mühe beim Schreiben gegeben, als ich mir mehr Mühe geben musste beim Löschen. Denn das macht dann Bing auf mein Handy, dann sehe ich, da ist es, dann lese ich es durch und dann ist es in einer Sekunde gelöscht. Also das hat sich nicht rendiert für den Kommentar zu schreiben. Aber das war nur einer von vielen, vielen Kommentaren, von weit über 100 Kommentaren. Ich wollte das nur mal gesagt haben. Ja. Und natürlich die Daumen-Runter-Fraktion, die war auch wieder vertreten. Aber das ist ja schon nichts Neues. Ich meine, ihr habt das ja schon auch von anderen YouTubern mitbekommen. Also bei uns ist also wirklich der Rekord, was wir bisher mitbekommen haben. Wir haben ein Video online gestellt und nach 30 Sekunden, wahrscheinlich nicht mal 30 Sekunden, Waren schon drei war Daumen schon runter. der erste Daumen nach Drei, unten, drei waren noch. Daumen nach unten. Ja, Okay, ja. was soll's? Die abonnieren einem nur, um Daumen runter zu Ja. geben. Deshalb haben wir uns, vielleicht haben das der eine oder andere ja auch schon mitbekommen, entschlossen, wir stellen erstmal, mag ich Auf nicht, unsichtbar. auf unsichtbar, damit nämlich diese Personen gar nicht mitbekommen, ja, dass sie jetzt der erste oder zweite sind. Haben sie schon mal dieses Erfolgserlebnis nicht? Ja, das können wir jetzt getrost sagen, weil diejenigen, die die Daumen runter geben, das sind Abonnenten von uns. Die haben es Vermutlich, ja. nur darauf abgesehen, uns zu eichern. Das heißt, wenn es bei denen Bing macht, Uzi und Helle haben was Neues reingeladen, dann klicken sie drauf, Daumen runter und klicken wieder raus. Also wenn ich jetzt an so einem späten Zeitpunkt von einem Video euch das sage, warum wir am Anfang die Daumen verdecken, dann ist es schadlos, weil die kriegen das schon gar nicht mehr mit. Also, so gehen wir auf jeden Fall davon aus. So So wird es sein. ist es auch mit Sicherheit, ja. Ja, also deshalb könnt ihr ruhig weiter die Daumen nach oben geben, auch wenn es im Moment nicht sichtbar ist. Wir sehen es dann trotzdem und freuen uns drüber, ja. Ja. Wie wir uns überhaupt über positive Kommentare immer freuen. Aber es ist nicht so, dass ihr nur alles immer schön oder positiv antworten müsst. Auch Kritik können wir durchaus vertragen und die ist reichlich gekommen. Warum habt ihr nicht das besser recherchiert? Warum habt ihr nicht jenes besser recherchiert? Und warum habt ihr das nicht berücksichtigt? Hey, wir sind keine Reporter, wir sind auch keine Journalisten, wir sind Hobby-YouTuber. Wir schauen uns diese Wohnmobile oder diese Kastenwägen oder überhaupt, wir haben auch schon mal einen Wohnwagen uns angeschaut. Das schauen wir uns einfach an, wenn es uns selber eigentlich nur interessiert. Ja? Wie sieht es jetzt? Wie kommt man dann rein? Was ist das für ein Gefühl? Wie geht man jetzt da rein? Und wir sagen halt einfach die Unterschiede oder was uns gefällt, was uns einfach nicht gefällt. Wir recherchieren nicht genau über diese Fahrzeuge nach. Wir haben ja auch nicht vor, unseren Gustl herzugeben. Wir wollen ja bei ihm bleiben. Sondern es Zunächst. ist einfach auch Interesse, wie entwickelt sich etwas weiter. Wer Interesse an bestimmten Fahrzeugen hat, der muss sich natürlich selber darüber informieren. Es soll einfach nur
Einblick geben. Ein subjektiver Eindruck, den wir vermitteln, ohne Vollständigkeit, ohne Anspruch auf Richtigkeit. Es ist eine Einschätzung von uns. Wir wissen nicht, was für ein Treibstoffverbrauch das ist. Wir wissen nicht, was das. Wir stellen keine Fragen am Stand. Also wir gehen nicht hin. Da müssen wir Interview mit dem Verkäufer führen und das machen wir nicht, weil das auch vielerorts nicht gewünscht ist von den Herstellern. Wenn ihr eine Rezension haben wollt von einem Wohnmobil, dann lest Promobil zum Beispiel oder Reisemobil, diese Fachzeitschriften. Wenn wir das so machen wollten, dann müssten wir uns erstmal intensiv mit dem Hersteller auseinandersetzen, dann müssten wir uns mit dem Aufbau, wie ist der Aufbau gegliedert, auseinandersetzen, dann müssten wir viele Details klären, da bräuchten wir Fachleute von den Herstellern dazu. Das wäre ein Riesenaufwand und diesen Anspruch haben wir nicht. Wir wollen einen Eindruck vom Wohnmobil vermitteln und wer sagt, das schaut eigentlich ganz gut aus, der kann dann sich gezielt an einen Hersteller wenden und kann sich das dann dort anschauen und auch alles erklären lassen von einem Fachmann erklären lassen und nicht von uns. Wir erklären nichts, wir zeigen nur unseren Eindruck. Ja, genau. Habe ich das richtig gesagt? Ja, und Sie gibt mir recht. da haben wir gedacht, weil da doch die eine oder andere kritische Kommentar kam, da diesbezüglich, wir hätten nicht richtig recherchiert. Ja. Dann haben wir uns gedacht, eigentlich sollte man das mal klarstellen, Wir wir recherchieren gar recherchieren nichts. nicht. Das, was wir an subjektiver Meinung wiedergeben, das ist aus unserer Erfahrung mit Wohnmobilen, weil wir selber mit einem 7,5 Meter Wohnmobil unterwegs sind, weil wir uns auch mit vielen Leuten unterhalten, von der Wohnmobilszene. Also ich denke schon, dass wir eine Meinung haben können und uns gebildet haben über viele Dinge, dass wir Fachleute sind sozusagen, ja. Oh ja, Aber wir sind okay. keine Experten. Nein. Habe ich ja schon mal in einem Video gesagt, Ja, ja. genau. Wir sind Laien, ihr seid Laien und wir machen Videos von Laien für Laien. Und wenn ein Experte sich einschaltet, sehr gerne, der kann uns dann aufklären. Wobei ich sagen muss, auch viele Experten schalten sich ein, die uns dann Ratschläge geben, wo man eigentlich sagen muss, das war nicht so ganz zutreffend. Ja, das war ein besserwisser Ratschlag. Auch das gibt's. Auch Also das gibt's, ja. man muss mit allem immer etwas vorsichtig sein. So, jetzt wissen wir ja, dass etliche, wir haben auch sogar Leute getroffen, die sich ein Wohnmobil auf der CMD bestellt haben. Wir freuen uns auch auf das 30er-Jahr 2020. Wir haben auch einige Pläne, die wir jetzt da noch nicht so weit verbreiten, oder machen wir das? Nein. Nein, denn unsere Pläne ändern sich eigentlich immer wieder. Aber jetzt haben wir Wir sind schon. ja doch schon sehr spontan. Ja, aber im Moment haben wir schon was im Kopf, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Ja, okay, auf Facebook haben wir es ja eigentlich schon verraten. Ja, für unsere Facebook-Gruppe. Wir sind Okay. jetzt auch übrigens auf Instagram. Ja. Also, wenn ihr ab und zu mal Bilder von uns sehen wollt, wir machen jetzt das eine oder andere auf Instagram rein. Die Leima hat uns das nämlich erklärt. Die konnte das nicht mehr mit ansehen, wie wir da. Wie wir uns da mühsam mit der Technik Ja, vielen rumschlagen. Dank nochmal dafür. Ja, danke, Leimer. Und ja, in der Facebook-Gruppe haben wir gesagt, also wir planen im März in die Karl-Marx zu fahren. Und zwar wollen wir mautfrei über Frankreich in die Karl-Marx fahren. Das ist unser Ziel. Und Und da bin ich natürlich davon auf Instagram. ja, nicht nur auf Instagram, natürlich versuchen wir ja auch wieder schöne Videos zu drehen. Auf YouTube. Ja, klar. Ja, also insoweit allen, die ihr Fahrzeug bestellt haben, egal ob auf der CMD oder nicht, jeder, der auf sein Fahrzeug wartet, wir wünschen euch eine kurze Wartezeit. Und wenn ihr euer Fahrzeug habt, dann wünschen wir euch mängelfreies Übergabe und mängelfreie Fahrt. Nutzt die Garantiezeit aus, damit dann alle Mängel behoben werden in den ersten beiden Jahren. Und vor allen Dingen habt viel Freude an eurem Wohnmobil. Wir lieben unser Wohnmobil Ja, und wir. wir lieben das Wohnmobilreisen und das wünschen wir euch auch. Es Jawohl. ist sehr, sehr schön. So, und jetzt bedanken wir uns fürs Zuschauen. Jetzt haben wir ein bisschen euch viel gelabert, oder? Keine Ahnung, ob wir jetzt viel gelabert haben, werden wir ja auch feststellen, Ja. wenn wir das jetzt alles hochladen. Gebt uns keinen Daumen runter, deswegen Nein. gebt uns einen hoch, ja? Ja, also dann sagen wir jetzt einfach Ciao. tschüss, bis dann. Ja, bis bald. Wir sehen uns Ja, wieder. Ciao. tschüss.